Ja, zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und genau, liebe Freunde, wir waren ja beim letzten Mal in unserer Hauptstadt weiter unterwegs, um uns jetzt hier so langsam an die Küste vorzuarbeiten. Und da würde ich vorschlagen, jo, machen wir das doch einfach mal. Und, genau, ich habe schon beim Laden des Spiels habe ich gesehen, dass wir mehr Einwohner brauchen, tatsächlich, ne? Statt mehr Jobs. Jawohl. Das ist allerdings jetzt ein bisschen doof finanztechnisch. Ja, Gesundheit und Bildung, schau dich diesen Kostenblock an, ne? Weil ich würde gerne eine Steuersenkung in Erwägung ziehen. Aber, ja, was soll ich dazu sagen? Die Finanzen reichen dafür leider nicht. Aber ist okay. Weil die Nachfrage, wie ihr seht, ist, wir brauchen nur reiche Leute, ne? Das ist ein bisschen merkwürdig tatsächlich. Aber doch gut, es ist nun mal so. Und da würde ich vorschlagen, machen wir das jetzt einfach mal. Bauen wir jetzt einfach mal drauf los. Genau, hier fehlt noch eine Straße nach unten theoretisch, ne? Da machen wir mal eine Einbahnstraße hier nach unten. So, ja, wir machen einfach direkt weiter. Wir haben ja das Resident Evil Let's Play abgeschlossen heute. Und genau, und was kommen da für Jobs? Das sind wieder Büros, ne? Das, oder was? Reiches Gewerbe. Ne, doch, reiches Gewerbegebiet, Büros. 21.000? Krass. Okay, Freunde. Oh, wir. Oh, wir haben hier tatsächlich. Was ist. Warum? Was ist los? Warum geht's euch nicht gut? Braucht ihr mehr Parks oder was? Guck mal, wir sind im Minus sogar ein bisschen. Wir haben irgendwie Einwohnerschwund. Ich sehe es gerade, Freunde. Wir haben Einwohnerschwund. Okay, wir müssen erstmal gucken, dass wir wieder Einwohner kriegen. Genau. Wir haben Einwohnerschwund gehabt, sage ich einfach mal, gehabt. Jetzt ist die Nachfrage wieder. Ach, Gott sei Dank. So. Sims absolute Hohlköpfe. Wir haben jetzt die Steuersenkung einfach mal auf Staatskosten durchgeführt hier. Und ihr seht, die Gebäude sprießen. Weil wir auch wieder mehr Einwohner brauchen. Ne? Gewinnesteuern trumpfen. Ja, Gewerbesteuern kann man senken. Das ist kein Problem. Das kostet nicht so viel. Okay, bisschen Management jetzt gerade mal. Weil ihr seht hier irgendwie, die wollen nicht so wirklich. Ne? Obwohl das. Wartet mal. Dann reißt die mal ab. So, das hier dann. Auch dieses große. So, wir haben wieder Einwohnernachfrage. Das ist sehr gut. Es sind allerdings 20.000 der Wiesen und die sagen irgendwie, dass die Bildung gerade nicht so doll ist, wo ich mich frage, wo denn? Lehrer drohen mit Streik. Oh. Oh, wartet mal. Ah, ihr seht es gerade, ne? Die Bildung. Ach. Ja, natürlich. Weil hier jetzt sehr viele weil jetzt sehr viele Einwohner dazukommen. Schaut euch das an, Freunde. Wir sind wieder über 1 Billion durch die Steuersenkung. Und sind allerdings ja noch 13, noch 18.000 in den Miesen. Das heißt aber auch, dass wir eigentlich ja. Also wir können eigentlich neue Wohngebiete aufbauen in Ruhe. Das ist ja kein Problem, ne? In dem Fall. Machen wir hier einfach mal die 3x3 und hier mal die 4x4 Gebäude. Ey. Ach so, okay, ja. 3x3, hier 4x4. Lehrpersonal nimmt Auszeitstreik. Wo denn? In der Grundschule, ja, weil die Leute halt neu dazugezogen sind. Ich verstehe schon, Freunde, ich verstehe schon.
Kriegen wir das hier? Ich würde hier sagen, einfach eine neue Schule hinmachen. Wartet mal. Können wir... Oha, was ist denn hier los? Was ist denn hier? Aufgrund geringer Nachfrage verlassen, ja, dann mach die mal weg. Mach die mal weg und lass die mal mittlere dahin bauen. Oh Gott, hier sieht es gerade irgendwie total beschissen aus in der Stadt, oder? Ja, wobei, hier oben geht es. Lehrpersonal, ja. Die streiken. Wo machen wir jetzt die Schule hin? Sollen wir die hier so hin machen? Oder wir reißen halt ein großes Gebäude ab, ne? Komm, mach. Mach was so, kommt. Gut, da haben wir jetzt die Schulen gebaut. Die sollten da oben eigentlich jetzt aufhören zu streiken. Schaut euch das mal an. Wir sind jetzt gerade wieder an einem kritischen Punkt in der Stadt, irgendwie habe ich das Gefühl, weil schaut mal. Reiches Gewehr. Ah, okay, jetzt kommen wieder ein paar Gebäude. Ich glaube, wir müssen einmal nochmal die Bäumekeule schwingen. Oh mein Gott. Ich hatte ja gedacht, wir machen jetzt hier gemütlich weiter, aber nee, scheinbar nicht. So, gut, dann haben wir hier die Bäume, 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 Bäume. Über der ganzen Stadt. So, damit die Gebäude auch schön wieder sauber werden. Bandagenblues, ja. Das heißt, diese Stadt ist jetzt gerade überbevölkert. Ich merke das schon. Oh mein Gott, alles durch diese Steuersenkung. Oh, verdammt, Freunde. Wir müssen echt auf die Finanzen achten. Oh, verdammt. Ah, hier können wir doch. Ach, das ist das der neue Bereich. Ja, okay, das ist der neue Bereich. Das heißt, das geht ja dann. So, okay, da können wir die einmal schnell mit dem Verkehr verbinden. Meine Güte. Also, jetzt sind wir wieder 23.000 tatsächlich in den Miesen. 20.000 noch in den Miesen. Sims suchen Büros. 18.000 in den Miesen. Ja. Aber hey, wir haben unseren Bevölkerungslimit ja gepusht auf über 1 Million. Die streiken immer noch. Ja, dann weißt du was? Dann reiße ich das Krankenhaus hier ab. Wenn ich es denn kann. Ah, nee. Ah, nee, sie haben aufgehört. Okay, danke schön. Sehr nett von euch. So, 14.000 in den Wiesen. So, wir haben über 1 Billion auf einmal Einwohner. Ja. Das gefällt mir hier nicht, dass die hier. Dass es denen hier nicht so gut geht in der Mitte, aber gut. Der Rest funktioniert wieder. Der Rest klappt wieder. Und, ja, geil. Dann. Oh nein. Oh, ich dachte schon. Puh, speichern. Ich dachte schon, das Spiel stürzt wieder ab hier. So, gut. Ja, Spiel speicherst du? Ja, das braucht immer länger zum Speichern tatsächlich, weil es immer mehr Einwohner werden. So, aber hey. Wenn ihr nicht wollt, dann reiße ich euch halt ab. So. ja, ist halt so. Ne? Sorry, aber wir brauchen mehr Mittelstand. Ach du Kacke, schon wieder Bandagenblues. Was ist denn hier los mit den Ärzten? Sag mal. Sagt mal, sagt mal. Was ist das denn hier? Ist das, Aua! Oh, um Gottes Willen. Aua! Oh! Alter, ist das laut. So, macht einfach ein Krankenhaus hin. So. Die sollten jetzt eigentlich.
Die sollten jetzt eigentlich aufhören zu streiken. Ja, 3-7, die streiken auch nicht. Meine Güte, sind das viele Patienten hier. Ich streike hier weiter. Die streiken weiter. Na gut, dann abreißen und wieder hinstellen. So, das ist die beste Methode. Ja, perfekt. So, Freunde, dann kann sich das wieder verteilen. Und ja, hier unten, hier ist auch irgendwie Müll. Ja, weil die, ja, verlassen sind die Gebäude. Aber der Rest passt. Gut, so wie ich das sehe. Der Rest passt. Hier oben funktioniert alles. Die sind zwar arbeitslos, warum auch immer, aber gut. Ist klar, das heißt, wir müssen dann hier unten brauchen wieder Jobs, ne? Tatsächlich, wir brauchen wieder Jobs. Ja, alles klar. Dann machen wir das doch mal. Gut, ich denke, dann kann man auch jetzt wieder an den Alterbau denken hier. So. Und rüber. Schade. Man kann doch hier rüber. Verarsch mich nicht. Jawohl. Hä? Nein. Hä? Wie jetzt? Nein. Er macht's nicht. Verdammt. Na gut. Dann lassen wir die Brücke halt mal gut sein. Da oben ist ja eine Brücke. Ja, gut, okay. Dann, aber wir müssen wieder Geld reinkriegen. Das ist gerade ganz wichtig, Freunde. Wir müssen gerade Geld reinkriegen. So, ja, da kommen sie doch wieder. Schau dich das mal an. Mach mal langsam. Damit wir hier das sehen. Oh, das sind schicke Gebäude hier. Ja, schau euch das an. Vorsichtig. Nichts kaputt abreißen hier. Nichts kaputt reißen. Und ja, liebe Freunde, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier eingeschaltet habt beim SimCity 4 Let's Play. Wie wir jetzt hier weiter unsere Hauptstadt tatsächlich aufbauen. So. Bäume, Bäume, Bäume. Da steht er ja so drauf, ne? Und genau, da kommen sie schon wieder, die neuen Einwohner. Oh ja. Ich sehe es schon wieder. Die brauchen noch ein Krankenhaus hier unten. So. Jawohl, wunderbar. 1,1 Millionen Einwohner und die Finanzen kommen wieder. Das ist sehr gut. Sehr, sehr gut, Freunde. So, gucken wir mal Verkehr. Der... Ja... Der Verkehr, der ist hier unten, lässt er ein bisschen zu wünschen übrig. Aber gut, was sollen wir tun? Die Stadt ist halt extrem gewachsen, ne? Und da finde ich einen grünen Verkehrsbalken schon nicht verkehrt. So, gut, dann bauen wir mal neue Jobs auf. Machen wir 4x4 und hier auch nochmal am besten. So, dann in die Mitte nochmal Bäume rein hier. So. Und zack hier. Jawohl. Hey, was war das wieder für ein Unfall da unten? Was macht ihr da? Warum fahrt ihr wieder wie die Geisteskranken? So. Also perfekt hier. Und dann noch einmal so. Das eine, oha, das eine noch mal hier nach oben verschieben. So. Ah, ja gut, das kostet halt auch. Das U-Bahn-Netz kostet halt auch, ne? Aber hey, das passt schon, würde ich vorschlagen. Das passt schon. So, Stadtwald ist auch wieder da. Jetzt ist wahrscheinlich die Luftverschmutzung wieder krass geworden. Naja, noch nicht mal. Noch nicht mal. Also in so ein paar Zentren, okay. Aber der Rest geht doch noch. Verlieren wieder Einwohner. Das schwankt gerade sehr, habe ich das Gefühl. Was? Ah, Verschmutzung. Okay, dann machen wir hier Folgendes.
Wir machen hier mal einen Stadtwald rein, würde ich vorschlagen. Machen wir hier mal so, genau. Und ein Bäume. Ja, genau. Und Bäume. So. Ganz genau, Freunde. Hier vorne. Warum seid ihr so komisch? Oder ist das so? Ja, das ist scheinbar so, okay. Hier vorne fehlen noch Bäume. Da fehlen noch Bäume. So. So, was können wir noch für euch tun hier? Ja, hier dieser Bereich. Dieser komplette Bereich hier. Ist jetzt die Frage, was machen wir? Und vor allem, wo machen wir es? Wir müssen ein Gebäude tatsächlich abreißen. Das sind 3200 nur, ne? Komm, reiß das Gebäude ab. So, okay, dann machen wir hier einen kleinen Stadtwald für euch rein, damit ihr wieder grüne Lunge und so. Und ja, Freunde, dann hoffe ich, dass es euch soweit gut geht hier. Mir geht's sehr gut. Ich bin nach wie vor am Sonntagabend dran, hier das aufzunehmen. Und ja, ich freue mich wirklich, dass wir jetzt auf einmal wieder die 1 Million Einwohnergrenze überschritten haben. Hier oben funktioniert alles. Hier oben bin ich echt glücklich mit. Hier in der Mitte auch. Nur? Ja, wobei. Ja, nur dieser Bereich hier, der ist ein bisschen... Dieses eine Gebäude, okay, aber... Und das hier, und das. Aber der Rest passt. Der Rest passt, liebe Freunde. Und deshalb... Ja, würde ich vorschlagen, machen wir hier einfach mal weiter. Ja. Nutzen wir mal eine Landstraße tatsächlich. So. Nein. Das bitte nicht machen. Ich möchte hier eine Auffahrt haben. So. Ich möchte hier eine ebenerdige Autobahnauffahrt haben. Ebenerdige Autobahnüberführung. Genau sowas. So. Dann mach das so. Nutzen wir ausnahmsweise mal eine Landstraße tatsächlich dafür. Zwei Krankenhäuser hier unten für euch. Ja, das ist ein Muss, wie ihr seht. Und genau, gucken wir nochmal gerade die Bildung. Die Bildung. Müsste jetzt eigentlich aufgefangen werden vom System, ne? Ja, sieht gut aus. Ist fast überall grün, die Bildung. Ja, wobei, was ist denn hiermit jetzt wieder? Pendelverkehr, Mittel, Verkehrsgeräusch hoch, ja, gering, Kriminalität, hoch, Mittel, Müll, gering, Verschmutzung, gering. Keine Ahnung, was sie da haben. Aber ich denke mal, dass es könnte hiermit zusammenhängen. Dass wir hier einfach mal noch einen kleinen Stadtwald hinmachen. Ja, seht ihr. Schon ist das Problem gelöst. So. Wunderbar. Okay, ich verstehe. Also bei allen Gebäuden, die irgendwie schwarz sind. Ja, wie das hier, oder was? Oder ist das so? Ne, das ist so, okay. Ja, wie das hier zum Beispiel. Damit muss man tatsächlich dann einen kleinen Wald reinmachen. Ja gut, aber das ist ja... Das kriegt man ja hin, ne? Das sind ja Maßnahmen, die kann man ja machen. Das sind sehr, sehr leichte Maßnahmen, muss man sagen. So, Bäume. Und schon ist es sauber. Seht ihr das? Also wirklich, diese Bäume hier sind wirklich unglaublich. So, okay. Hier können wir nichts machen an Bäume, oder was? Hier vorne? Doch, kann man. Okay, warum habe ich das nicht getan? So. Ja, wir machen so ein bisschen Stadtpflege hier. Und ja, hier ist auch wieder zwei Gebäude, die mehr Bäume brauchen. Ja, die Reichen, die sind immer
Wartet mal. Mach mal Bäume hier einfach irgendwo hin. Irgendwo hin einfach. So, genau. Kommen schon wieder neue. Es ist so krass. So, es ist einfach so krass. Ja, das hier ist wieder... Warum bist du wieder... Verschmutzung mittel gering. Müll gering. Schon Schulniveau mittel. Oh. Aber ihr habt doch alles an Schulen. Oder brauchen wir noch... eine städtische Hochschule oder sowas. Ich meine, finanzmäßig sieht es wieder okay aus. Ne, ich meine, wir haben ja eigentlich die städtischen Sachen, ne? Ja, kommt, ist jetzt egal. Ja, wobei das hier ist wieder... Pendelverkehr kurz. Ja, so muss das sein. So muss das sein. Allerdings, wir brauchen mehr Jobs. So, dann machen wir mal... Machen wir das mal so, genau. So, Freunde. Und dann kommen hier wieder schöne Jobs rein. Alles klar. Auf der Andrea Doria. So. Gut, dann machen wir hier unten Bus und U-Bahn. Genau, da kommt hier Mittelstand. Das ist Mittelstand. Genau, sehr schön. Ja, Pixel T, ich weiß, ich habe Mittelstand gesagt. Aber es ist ein normales Wort, mein Gott. So, gut. Kümmern wir uns da jetzt mal nicht weiter drum. Diesen Abschnitt hier können wir eigentlich abreißen von der Autobahn. So, ja, genau, das passt doch. Und, können wir hier nochmal schön. Und hier vorne dann auch nochmal ein paar Jobs hin. So, jawohl, Freund, das passt doch sehr gut. Das passt doch sehr gut. Alles klar. Bushaltestelle noch dahin. Bahnstationsverbindung. So. Mehr Mittelstand. Ja, Mittelstand. Was soll ich dazu sagen? Es ist halt der Mittelstand. So. Zack. Und einmal mit dem ganzen Netz hier verbinden. Wunderbar, das heißt, wir sind dann auch wirklich nur noch 6000 im Minus. Aber wir haben wieder Einwohnerschwund. Irgendwie haben wir wieder Einwohnerschwund. Wir sind wieder unter einer Million. Warum? Warum? es ist sehr schwierig zu halten, tatsächlich. Diese Massen an Einwohnern. Aber... Jetzt ist hier auch wieder... Was ist hier los? Schulniveau. Die Schulen sind gerade ein bisschen überlastet, habe ich das Gefühl. Okay, das heißt, wir müssen einfach abwarten, so wie ich das sehe. Ja, das könnte man machen. Und was ist jetzt hier wieder los? Verkehrsgeräusch... Kimin! Oha! Ja, stimmt. Ihr braucht doch noch... Polizei und alles. Hier unten. Ey, ja, stimmt. Stimmt, ich Vollidiot. Das habe ich ja ganz vergessen. Kriminalität. Ja, ja. Dann mach hier das so hin, genau. Ihr braucht auch noch eine Feuerwehr. Ja, stimmt. Ey, das habe ich total ignoriert hier. So, dann machen wir das mal so. Genau, machen wir einfach mal so eine Überführung. So, Feuerwehr. Genau, ihr braucht eine eigene Feuerwache, ne? So, Krankenhaus. Und da würde ich vorschlagen, machen wir es auch nochmal eine Schule hin hier. Ja, tatsächlich. So. Und was ist hier jetzt wieder? So. Schulniveau... Müll gering, Verschmutzung hoch. Ah ja, okay, weil hier ein Stadtwald fehlt. Ja, den können wir ja einrichten. Es ist ja kein Thema. Aber ich bräuchte eigentlich noch eine große weiterführende
Schule hier, machen wir sie mal hier hin. So. Und hier einfach dann einen großen Stadtwald rein. So. Ganz genau. Und hier vorne noch ein Gewerbegebiet. So. Dann haben wir das doch. Alles klar. Gut, dann sind wir schon wieder fast am Folgenende angekommen. Und ich bin noch nicht viel weiter auf die andere Seite gekommen, aber wir nähern uns an. So, wir nähern uns an. Sind wieder 14.000 in den Wiesen. Aber wir haben komischerweise wieder Einwohnernachfrage. Wo ich mich echt frage. Ja. Was soll das hier? Warum? Verschmutzung immer noch hoch. Wartet mal. Wasserverschmutzung ist es nicht. Luftverschmutzung ist es. Okay, Luftverschmutzung. Ah, okay, das heißt, hier müssen wieder Gebäude weichen. Es tut mir leid. So, es tut mir leid, wirklich. So. Zack, zack, zack. So. Dann Bäume. Ihr mit euren Bäumen hier. Das ist ja unfassbar. So, Luftverschmutzung. So, alle aus. Gut. Da kommt wieder ein neues Gebäude. Aber das hier ist wieder... Ihr Reichen mit euren Ansprüchen. Das ist wirklich unglaublich. So, dann reißt die mal ab. So. Da kenne ich nichts tatsächlich. Da kenne ich echt nichts, was sowas angeht. Warum seid ihr jetzt wieder verlassen? Pendelverkehr, Mittelverkehrs... Ja, aber Verkehrsgeräusch, was soll ich da machen, Freunde? Sie suchen Büros, Verkehr? Verkehr ist doch gar nicht so schlimm hier unten. Ja, hier. Hier ist viel. Naja, Freunde. Ich würde vorschlagen, wir ziehen jetzt noch hier ein Wohngebiet durch. So. So, genau. Und da sind wir schon wieder am Folgenende angekommen. Meine Güte. Was? Achso, ja, wegen. Okay. Aber so geht's. Genau. So geht es. Wie machen wir das denn jetzt am besten hier? Ja, müssen wir einmal so eine Straße ziehen. Ist okay. So. Was wir dann hier sagen. 3x3. 4x4. Aber hier vorne eine Station und... Oh Gott, wer möchte gern Racer da draußen? So, einmal eine Station und einmal eine U-Bahn-Verbindung. Oha. Eine U-Bahn-Verbindung. Bushaltestelle und eine U-Bahn. So. Genau. Ja, heieiei. Also die Kosten, die springen wieder in die Höhe. Du, das ist ja unfassbar. Wir müssen tatsächlich wieder aufpassen, was das angeht. Also nicht, dass das uns wieder in die Pleite reißt hier. Aber nun gut, Freunde. So, dann machen wir hier ein paar Bäumchen. Genau, ein paar Bäumchen hier. So, ja, genau. Lassen wir die noch kurz wachsen. Oh yeah, das sind ja... Das sind arme Wohngebiete. Wie krass. Wie krass die aussehen. Witzig, interessant. Gut, dann machen wir hier noch ein paar, würde ich vorschlagen. Noch ein paar Einwohner. Jo. Einmal, dreimal, vier. So. Mal gucken, was wir da Schönes draus machen. Ah, ja. Okay, das passt doch wunderbar, Freunde. Gut, dann würde ich vorschlagen, ja, wie wir jetzt ans Ufer gelangen, sehen wir da beim nächsten Mal.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.